Miau, willkommen zurück zu Outlast 2. Erinnert ihr euch noch, wo wir stehen geblieben sind? Ich überlege gerade, ob ich wohl die Zeit habe, an ihr vorbeizurennen. Aber ich glaube irgendwie nicht. Vielleicht versuche ich es mal. Nein, habe ich nicht. Okay. Schade, war ein Blutwert. Egal. Also dann doch erstmal verstecken. Aua. Ich habe keine Lust mehr, ganz ehrlich nicht. Es ist so nervig. In der Hoffnung. Oh. Ach komm schon! Sie will halt auch spielen, ne? Merkt ihr, sie hätte mich auch jetzt töten können. Rein, rein, rein. Oh, die Musik ist leiser. Wollen wir wetten? Das hier sieht schon wieder so aus. Ich wette, sie kommt jetzt, wenn wir das machen. Das war zu langsam. Ah, duck dich! Scheiße. Oh nein, doch zu langsam. Oh nein! Okay. Fuck. Ich dachte, ich war zu langsam, aber das Spiel hat wohl einfach auf diesen Moment geskriptet. Und da rennt sie weg. Wir sind sie. Erstmal los. Leute, ich bin jetzt bin ich gerade echt erstmal erleichtert. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Nicht lange, genau. Old Mine. Ja, schön, wir sind auf dem richtigen Weg. Errungenschaft, Babylon. Aha. Heißt das, wir sehen sie nie wieder? Ja, ich habe Wunschträume, ich weiß. Oh, endlich aus dieser Situation raus. Ich hätte auch nicht noch einen Part damit machen wollen. Waren wir hier nicht schon mal? Nee, es gibt einfach nur mehrere Orte, die so aussehen. Ich hoffe, ich kann lesen. Liebste Martha, meine meistgeliebte, vertrauteste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dich des Mordes sündig gemacht zu haben, doch erhöre mich. Du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist du nicht schuld, wenn er ein Kind angreift? Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist du nicht schuld an ihrem giftigen Biss? Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du nicht schuld an jedem Unschuldigen, der brennt? In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so gilt, jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feinde sein könnte, wäre durch Trägheit ermordet. Denn der Feind ist wild und giftig und ein hungriges Inferno. Halte durch, stoße das Messer. Du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Tempelgate dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe, dass Gott dich liebt. Noch. Okay. Also ihr Lieben, tötet und Noth wird euch lieben. Ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, aber... Die Olle ist bestimmt der Endgegner. Ist bestimmt zu. Ich kann es gar nicht erst versuchen. Okay. This is before I found her hanging. Das war, bevor ich sie gefunden habe. Also wir haben jetzt ja schon öfter gesehen, dass sie erhängt ist und das jetzt spricht auch sehr dafür. Ich schätze mal, er hat sie damals vielleicht als Schuljunge gefunden. Das klang ein bisschen wie rückwärts, ne?
Übrigens, tut mir leid, wenn ihr es hupen hört. Bei uns ist es ganz oft so. Oh, oh. Ich dachte irgendwie, die würde nicht aufgehen. Dass die Sonne so blöd steht. Ach toll, wir können in beide Richtungen. Und dann die Autos die Ampel nicht sehen. Und dann muss man halt erstmal hupen. Natürlich, okay. Es ist viel zu ruhig jetzt. Viel, viel, viel zu ruhig. The Hangman game. Like Lynn and Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the Hangman somewhere for Lynn to find. Okay, wir spielen jetzt also Hangman. Ich wünschte, diese Schule würde über Lichtschalter verfügen. Sicher ist sicher, ne? Ja. Hier ist versperrt. Also gehen wir dann hier durch. Aber natürlich nicht in den lichterhellten Raum. Das wäre zu einfach. Okay, ich gebe zu, es hat... hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt. Einfach, weil es hier immer so ruhig ist. Okay, hier geht nichts. Jetzt wünschte ich, ich hätte die Batterie aus dem Bereich eben mitgenommen. Habe ich natürlich nicht. Aber hier liegt schon noch eine. Diese Grafikspielchen sind ein bisschen nervig hier ständig. Aha. Hier wird also gespielt. Uah. I wanna play a game. Ich würde lieber schieben. Ich sehe so schlecht gerade. Kann ich nicht. Und jetzt noch am Rädchen drehen? Nee. Ach, Kinder, ich sehe noch nichts. Wo sind denn die ganzen Stühle hier? So. Ovel. Ich hätte jetzt ein Wort im Kopf, aber warten wir mal ab. Wir haben ja noch nicht fertig gespielt. Er macht hier und wieder so Geräusche und ich weiß nicht wieso. Also, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass wir noch eine Folie finden müssen, oder? Oder können wir hier direkt interagieren? Da unten steht's doch schon. Ja, okay, ich verstehe. Wie mache ich das denn jetzt? Weil... Ja, deswegen wollte ich ja gerade schieben, guter Mann. Die sind... Ah, die sind auch auf der Folie. Ach, entschuldigt. Aber ich kann ja nicht kleiner oder größer machen.
Oh, man sieht hier ohne die Kamera nichts. Der muss doch jetzt näher daran, oder nicht? Aber weiter so geht nicht. Wieso auch immer nicht? Steht kein Mensch. Ja, jetzt haben wir es gleich. Ich muss ja einmal drum rum, oh, wie nervig. So. Und jetzt da. Unforgivable. Sounds about right. Wer hat das gesagt? Ja, und was jetzt? Es ist so ruhig. Ah, jetzt ist hier eine Tür, oder was? Hier war doch vorhin die Wand, oder? Ja. Ja, was soll das denn jetzt? Wer lacht denn da so? Das klingt ein bisschen wie James von Team Rocket. Ja, ich verstehe schon, wir rennen jetzt hier ganz viel hin und her und kriegen Angst gemacht. Ja, was ist der Sinn des Ganzen? Kann ich an... Ja, aber wozu? Ich dachte, vielleicht können wir durch irgendeine durch. Ich habe mich tatsächlich erschreckt. Was ist denn jetzt los hier? Batterie. Was steht da? Kann ich nicht lesen, wie auch gar nicht. Da kommt jetzt Hausmeister Willy, schön eingefettet. Jetzt sieht es wieder so schmuddelig aus. Wir landen bestimmt jetzt dann gleich wieder. In der eigentlichen Welt. Ja. Genau so nehme ich. Okay, ihr Lieben,
Das war eine sehr interessante Folge. Ich mache an der Stelle jetzt einen Cut. Ja, wie findet ihr das, dieses Hin- und Her-Geswitche? Ich bin ein bisschen lieber in der Schule, weil uns da bisher weniger passiert ist, aber ich glaube nicht, dass das so bleibt. Ja, mal sehen, was das mit Jessica und uns noch so auf sich hat. Ich vermute, dass wir sie gefunden haben, als sie sich erhängt hat. Ich weiß nicht, es schien ja durch die Sachen in ihrem Spind so, als wären wir Freunde mit ihr. Vielleicht sind wir auch schuld daran, dass sie sich erhängt hat. Ich denke jetzt gerade so ein bisschen an 13 Reasons Why. Tote Mädchen lügen nicht. Vielleicht haben wir sie auch gemobbt, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, das Spiel wird es uns verraten. Und mal sehen, jetzt sind wir wieder hier. Ich möchte bitte jetzt nicht direkt die Olle wieder oder die Hillbillies, bitte. Stoßgebet. Wir finden es nächste Woche raus. Ich wünsche euch ein ganz wunderschönes Wochenende. Es soll ja sehr stürmisch und regnerisch und gewitternd sein, aber trotzdem warm. Von daher hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und ja, ob jetzt am Wochenende gleich ein neues Projekt kommt, weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe. Lasst euch einfach überraschen, wenn ich dann nächste Woche. Okay, danke fürs Zusehen. Schreibt doch noch einen netten Kommi und dann bis Montag. Ciao.